Private Nemesis, die schwerste Mod, die für Arthur bisher raus ist, will mich heute wieder testen. Und ich versuche, den ersten Boss zu besiegen, um Elemental Kevin freizuschalten. Ob das so gut gelingt, das seht ihr gleich. Freue mich über jeden Like und Abo und viel Spaß euch. Und da sind wir wieder bei Private Nemesis und ich komme zur Haustür raus und höre Bossmusik und habe ein Godly Trike, was nicht ganz eingeladen ist, direkt vor meiner Haustür. Das ist natürlich perfekt. Ich hoffe, dass der hier nicht rüberrennt. Sind die Dinger überhaupt aggro? Ich habe keinen Plan. Aber das ist schon wieder ein sehr guter Start. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich glaube, wir sind Freunde. Wir haben heute einiges vor. Nämlich will ich gerne neue Apex sehen. Ich habe nämlich keine Apex-Eier am Start. Ist mir aufgefallen. Letztes ist uns unser Apex-Petri ja auch absolut von dem Dodo one-shottet worden. Das war einfach eine richtig, richtig gute Zeit. Ich habe gerade erstmal die ganzen Beete wieder bepflanzt hier, dass es weitergehen kann. Ich habe Kibbel gemacht oder wollte gerade Kibbel machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Apex. Na, wir können Apex-Kibbel machen. Wir machen mal 5 Stück oder so. Und dann gehen wir damit jetzt unterwegs und gucken, was wir Schönes ausnocken können. Und wir brauchen halt ein Weibchen, um das hier einsperren zu können, um Apex-Eier zu bekommen. Ich würde sagen, wir machen einfach eins nach dem anderen. Apex-Weibchen zähmen und hier in unseren Egg-Collector einsperren, damit wir ein paar Eier bekommen. Und dann gucken wir mal weiter. Es gibt ein Kolossos Apex Sabertooth. Welches Level? 140. Der heilige Sabertooth. Ich glaube, den brauchen wir. Ich glaube, ich brauche vorher mehr Pfeile. Ich habe nur 24 Stück und der Boss kommt jetzt hierher. Und da ist auch so ein halb eingeladener Pronto. Der sieht halt auch richtig sick aus. Davon hätte ich auch gerne einen, aber Level 20 ist Schmutz. Okay, ich dachte, ich kann euch gerade super coole Sachen zeigen. Nämlich gibt es jetzt Volcanic Titan Egg Incubator Storm. Und das ist schon Level 2 eigentlich lernbar. Aber wenn ich draufklicke, kann ich das nicht lernen. Also kann ich euch da gar nichts zeigen. Sonst hätte ich die mal eben gecraftet und euch da mal eben gezeigt, was man da machen kann. Wahrscheinlich muss man irgendwelche Sachen sammeln, um die zu bekommen oder so. Und ich habe mir gerade überlegt, dass ich vielleicht doch eher erstmal für den Argentavis gehe, um mit dem Argentavis ein paar Sachen schleppen zu können. Ich glaube, wir gehen für den Apex Argentavis. Junge, warum fliegt hier der Demonic Wyvern rum? Level 150! Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich habe ganz vergessen, wie schlimm es hier eigentlich ist. Oh, du willst lange keinen Arc gezockt. Ich habe vergessen, dass es einfach tödlich ist hier. Hier darf man nicht mal eben einfach so ein bisschen rumfliegen. Es gibt jetzt Celestial Featherlights. Hör mir auf, es gibt voll viele neue Sachen. Das ist ja wild. Hier kamen echt einige Updates, seitdem ich das letzte Mal gezockt habe. Okay, hier ist dann wohl unser Argentavis, Apex Argentavis Level 145. Richtig, richtig nice. Nur die Frage ist, wie zähmt man den Kollegen jetzt? Ich würde sagen, ich baue einfach so einen Standard Argentavis Käfig, die ich sonst auch immer baue. Und versuch die da mal reinzulocken. Vielleicht klappt's ja. Ich glaube, mein Argentavis ist tot. In der Zeit, wo ich den Käfig bauen wollte, ist, glaube ich, der Argentavis draufgegangen. Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht mehr. Hier ist nichts mehr markiert. Das ist schon wieder sehr traurig. Egal, ich fahre mal weiter und fliege dann zum nächsten. Okay, wir sind beim nächsten Argentavis, der hoffentlich nicht drauf geht. Und jetzt setzen wir hier unseren Käfig mal ganz schnell hin. Habe ich keine Hose an? Doch, ich habe eine Hose an. Warum ist die? Ach so, ich habe den Skin da drauf. Ganz vergessen. So, wir setzen hier mal das Ding hin. Dann da einfach nur so drei Türrahmen drumherum. So, und dann oben eine Rampe drauf. Und dann haben wir es auch schon. Eine Tür müssen wir noch reinmachen. Und ich hoffe, dass wir ihn ganz schnell da reinlocken können. Und dass die Pfeile reichen vor allem. Ich habe gar keinen Überblick mehr bei der Mod, ey. Man ist kurz raus, zockt irgendwas anderes und schon weiß man nicht mehr Bescheid. Tatsächlich bin ich wieder in der Pal-World-Sucht verfangen, auch ein bisschen. So, komm mal her. Agitars, bist du nicht irgendwie sauer oder so? Hallo. So, kommen Sie mit, folgen Sie mir. Sieht der größer aus als normale Archi? Das ist die Frage der Fragen, meine lieben Leute. Ich glaube, es könnte... Der hat schon Akku verloren. Was zum Teufel? Hä? Noch nie hat irgendwas so schnell Akku verloren, glaube ich. Komm mal her, Kollege. Folge mir. Und dann am besten hier einmal rein. Das wäre super nett. Ja, fliegt mal so da rein. Okay, sehr gut. Jetzt muss ich nur noch Tür zu machen. Da haben wir es schon. Ja, ich glaube, jetzt kommst du da nicht mehr raus, oder? Nice. Apex Archie. Nein, das tust du! Junge, Junge, mach ich keine Scheiße, ey. Verprügel du nicht den nächsten Archie, ehrlich. Das kann ich nicht ertragen. Der braucht echt ein paar Pfeile, ne? Ah, das wird ein Spaß, sage ich euch. Vor allem, wenn gleich irgendwas Böses kommt. Ist das normal, dass du so halb rausfliegt? Oh mein Gott, ich hatte gerade kurz Panik. Fällt gerade auf, jeder normale Mensch hätte wahrscheinlich Alpha Trank Arrows gemacht. Oder halt Apex Trank Arrows. Ja, ich erscheine nicht. Ich schieße lieber 80 Mal hier auf seinen Kopf. Finde ich auch gut. Wisst ihr, was noch ein bisschen schlimmer ist? Ich habe gerade nachgeguckt. Und ein Apex Narcotic braucht einfach nur 6 Apex Blatt und ein Narkosemittel. Also es wäre auch noch ein Schnapper gewesen. Das ist halt schwierig. Ich sitze hier nämlich echt schon ein bisschen rum. Also bis jetzt ein bisschen ärgerlich vielleicht, aber nächstes Mal wissen wir es besser für den Sabertooth, den wir vielleicht nach Hause schleppen können mit dem Argentavis, das weiß ich noch nicht. Da benutzen wir andere Pfeile, bin ich mir sicher. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Mammut kommt nicht auf doofe Gedanken, bitte. Mammut, tu es nicht. Oh, Mammut, warum? Okay,
Alles gut. Agitam ist down. Kill wird drin. Und er wird gleich ganz schnell eingepackt. Und dann hauen wir sowas von ab. Aber sowas von. So, reicht mir schon wieder hier. Und da sind wir schon auf unserem neuen Super Agentavis, der uns natürlich durchs ganze Game tragen wird, bin ich mir sicher. Und wir machen erstmal Movement Speed, weil Junge, Junge, ist der langsam. Und tatsächlich ist der jetzt immer noch nicht so super, super schnell. Ich habe Angst vor Dodos, das will ich mal kurz gesagt haben, vor dem Tracklanden auch. Wir müssen ein bisschen aufpassen, aber ich will mal gucken, ob ich irgendwie super wilde Sachen tragen kann. Zum Beispiel dich hier. Dich kann ich schon mal nicht tragen. Wie viel Damage mache ich denn? 2300. Der Petri war krasser, oder? Ich glaube, der war deutlich, deutlich krasser. Ich will mal gucken, ob ich irgendwie so einen Dodo mir schnappen kann. Apex-Affe. Den kann ich mitnehmen. Den kann ich mir schnappen. Easy. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie sieht's mit Bulldogs aus? Bulldogs auch. Okay, da kann ich wahrscheinlich auch einen Saber mitnehmen. Mit Sicherheit. Wir gucken gleich mal. Ich glaube, die zählen das nicht so richtig, wie groß die sind, glaube ich. Was ist das? Pygmy Alpha Pego Mustax? Was bist du? Ich kenne dich nicht mal. Was machst du? Kann ich dich töten? Ich kann dich töten. Gibst du irgendwas? Was bist du? Ich will hier nicht absteigen, glaube ich. Einfach ein Mini-Pego. Aber wahrscheinlich bringen die auch irgendwas? Irgendwelche Fähigkeiten oder so? Aber zumindest bei anderen Mods immer so. Wenn man sich so einen Pygmy auf die Schulter gesetzt hat, hatte man irgendwelche Fähigkeiten. Vielleicht müssen wir die mal abchecken. Aber erstmal Saber. Ich höre schon Sachen explodieren. Das ist wahrscheinlich nicht so gut. Aber der Saber ist riesig. Holy shit, der Saber ist riesig. Ich habe noch keine anderen Pfeile gemacht. Aber egal, ich wollte ihn eh eigentlich mit nach Hause nehmen, weil ich habe das ungute Gefühl, den kann ich nicht mit nach Hause nehmen. Ich würde es einmal antesten, tatsächlich. Okay, Krabschen sah nicht so gut aus. Gerade hier geht auch wieder alles hoch. Ich will es nochmal probieren. Ich will es tatsächlich nochmal probieren. Komm schon, bitte. Den kann ich nicht mitnehmen. Scheiße. Wie macht man das denn professionell, ey? Das wäre so sick, den zu haben. Wir müssen gucken, wie wir den da bekommen. Ich gehe nach Hause, mache ein paar Pfeile und dann kommen wir wieder. Ich hatte halt die Hoffnung, den schleppen zu können. Junge, die hätte ich so schnell craften können. Das tut so weh. Nein, ich kann das nicht mehr, ohne Witz. Ich kann das nicht mehr. Das kann nicht wahr sein. Okay, dafür dauern die Pfeile relativ lange. Dann geht's ja noch. Ich bin so heftig gespannt, wie gut die Pfeile gleich sind. Ich hoffe, die knallen ordentlich rein, weil sonst haben wir, glaube ich, ein Problem. Sonst haben wir ein großes, großes Problem, weil dann weiß ich nicht, wie ich es machen soll. Ich hoffe einfach, die machen so 5.000 bis 10.000 Tumor, dass ich da ein bisschen... What the fuck? Dickster Alpha Agentavis. Holy moly, ist das ein Gerät, ey. Der sieht schon wild aus, Junge, der sieht wirklich wild aus. Ich packe einfach mal einen Petri ein und dann schieße ich einfach mal aus der Distanz oder so. So, Petri eingepackt. Erster Pfeil muss sitzen, bitte, bitte. Ist ein Hit. Oh, 5000 schon mal, 6000, 7000, 10.000 Topor fast. Junge, 10.000 Topor ist richtig gut. Oh mein Gott, das ist nice. Kann ich den nochmal hitten? Nochmal ein Hit, sogar Headshot. Guck mal. Oh, Headshot. Headshot ist wild. Oh, das war kein Hit, schade. Aber ist nicht schlimm. Ja, jetzt halt irgendwie vorbereitet sein und so ein Parachute. Dabei haben. Oh mein Gott, das war Ende. Nächstes Mal wird besser. Okay, jetzt kommt ein sehr trauriger Fakt. Es gibt in der Mod reusable Parachutes, also welche, die man so oft benutzen kann, wie man will. Und ich hatte trotzdem keinen im Inventar. Wie kann man so arg spielen wie ich? Ich weiß es nicht, ehrlich, aber Runde 2 geht gleich los. So, diesmal wird super, sage ich euch. Diesmal wird super. Da wird nichts schief gehen. Junge, wie viel Topo der noch bekommen hat, ist crazy. Oh mein Gott, der Fallschirmmeister. Da sieht man wieder, wer hier PvP-Profi ist. Ich sehe gar nichts. Ist das normal so beim Parachute? Ich benutze den einfach nie. Okay, hätte mich mal nicht vorher und wer hat mal vorher ausgenommen? Das wäre echt nett. Ey, dich zu treffen ist gar nicht so... Oh mein Gott, ich habe ein Problem. Ich habe vielleicht ein Problem. Kommt er noch her? Ich sehe gar nichts. Was tut er? Ich habe keine Ahnung, er ist verwirrt. Was bist du für einer? Hier, leg dich auch hin. Mir egal. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Warum habe ich eigentlich keine Rüstung an? Wie dick ist der Agentavis, bitte? Ey, ich bin verlockt, den auch mitzunehmen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das einfach. Treffe ich den wohl, den Riesengockel? Als ob ich den nicht getroffen habe. Ey, Mr. Saber, ich würde dich echt gerne mitnehmen. Du bist richtig nice. Oh, direkt gezählt. Perfekt. Ich stehe einfach oben drauf auch schon. Wer braucht schon einen Sattel? Keiner. Oh mein Gott, ich nehme den Agentavis mit. Mir so egal. Wir flitzen da jetzt hin. Wenn der auch so viel Topa bekommt, brauche ich ja nur 3 Pfeile oder so. Gegen was kämpft der da? Okay, gegen den Feuerraptor. Da hat er wahrscheinlich keine Chance, oder? Oh nee, das war's schon wieder. Ey, Agentavis, ich wollte dich eigentlich mitnehmen. Ist das okay, wenn du einfach gewinnst gegen den Raptor mal eben schnell? Oh, der gewinnt echt gegen den Raptor. Nice. Nichts anderes von dir erwartet. Du bist es. Nice. Kann ich dir... Was ist das? Was bist du? Storm Agentavis? Okay, jetzt wird's wild. Egal, ich hoffe einfach, dass der gleich...
Ausgenockt? Okay. Ja, der war nicht direkt ausgenockt. Ihr holt mal Alpha Kimmel, das fehlt uns sowieso. Deshalb wollte ich schnell nach Hause. Ich dachte, das wäre ein schnellerer Backport nach Hause. Dass wir mal eben schnell ein paar Alpha Kimmel holen können für den Dagetar. Das ist ein guter Call. So, wir sind wieder zurück. Nächster Versuch. Mal wieder. Ah! Okay, Sturm Agatavis hatte gar keine Angst. Ohne Witz. Ihr hattet Angst. Ich hatte keine Angst. Ich war da ganz entspannt reingeflogen in das Ganze. Junge, Junge, der sieht auch böse aus irgendwie. So, können wir den Gockel mal eben schnell einpacken? Ich habe auch Alpha Kimmel dabei. Nice. Das klappt tatsächlich. So, hier. Und mitkommen, bitte. Uns fehlt halt immer noch ein weiblicher Apex, glaube ich. Wir haben immer noch keinen weiblichen Apex, den wir opfern können. Ich glaube, wir nehmen uns einfach die Schildkröte da hinten mit. Die ist Level 15. Und die hat nur 7000 Topo, also ein Pfeil. Super Sonderangebot. Aber hier ist halt schon auch ein bisschen gefährlich. Da hinten ist auch schon wieder irgendwas, was so komische Pflanzenschaden macht. Wovon ich letztes Mal gewonshottet wurde. Auch nicht so Bock drauf. Ja, komm, wir machen das einfach schnell. Was soll schief gehen, oder? Leg dich jetzt hin, Schildkröte. Komm mir nicht näher, aber du kriegst noch einen Pfeil ab. Dankeschön. Schnell einen Kibbel rein. Oder wirst du leider geopfert. Tut mir leid, mein Freund. Es muss einfach sein. Es ist für den besseren Kibbel. Aber es ist wichtig fürs Team. Glaub mir das. So, Mrs. Shady Surf. Wir hatten eine sehr kurze, aber sehr intensive Zeit zusammen. Aber ich glaube, es ist einfach soweit. Nee, ich kann nicht auf den Egg Collector zugreifen. Danke, Ark, für eure Bugs, Mann. Okay, Spiel neu gestartet. Jetzt darf ich zumindest. Und jetzt gehen wir hier drauf. Dann hier drauf. Und dann Destroy. Und da haben wir schon unser erstes Apex-Ei. Hey, wir kommen echt gut voran heute. Aber was mir jetzt wieder auffällt, ist, dass wir die Kimmel gar nicht lernen können. Ich klicke da drauf und da passiert einfach absolut ganz und gar nichts. Das sagt mir, dass wir gegen irgendwas gewinnen müssen, um die freizuschalten. Und ich denke, dass wir gegen Boss sein. Oh, es gibt einen Primal Boss, Alter. Will man den auf seiner Insel haben oder eher nicht? Ich glaube eher nicht, oder? Wir stellen ihn mal ganz kurz hier hin. Hier sieht es so halbwegs in Ordnung aus. Oh, nicht so wirklich in Ordnung, also halbwegs in Ordnung. Und wir gucken mal. Oh, du wirst uns sowas von angreifen, ne? Du bist Level 25, ich mach dich schnell weg. So, easy win für unseren OP-Petri. Was wollen sie tun? Keine Chance. So, das ist, Junge, Junge. Das ist ja auch ein ordentlicher Oschi. Warum ist in der Mod alles so riesig, ey? Holy, okay. Wilder, wilder, wilder Boss-Altar sogar. Da droppen direkt mal die FPS, wenn ich mir sie so angucke. Und was gibt's hier? Tier 1 Boss. Das ist Apex-Boss. Tatsächlich Apex-Boss. Dafür brauche ich Apex-Federn. Ich weiß nicht, wo die herbekommen. Warum habe ich noch einen im Inventar? Hä? Ich habe die doch gerade gesetzt. Hä? Jetzt bin ich stuck, Stepbro. Oh nein, das war's komplett. Kann ich die wieder aufheben? Ja, ich kann die zerstören. Okay, nochmal Glück gehabt, weil hier kommt irgendwo ein Raptor. Ich habe gerade einen gehört. Warum habe ich den immer noch im Inventar? Das ergibt ja mal gar keinen Sinn. Ich verstehe gar nichts mehr. Was zum Teufel gibt die Federn? Das erste, was mir jetzt spontan einfällt, ist Apex Agentavis. Ich versuche jetzt einfach mal einen umzukloppen. Oh mein Gott, was ist das? Da war irgendwas Dickes. Oh mein Gott, ey. Ich wäre fast weggebombt worden. Tschüss, Agatavis. Ab zum nächsten Agatavis. Hier unten ist der nächste. Ich hoffe, der ist nicht ganz so umkämpft. Kommen Sie mal her und geben Sie mir bitte eine Feder. Okay, ein Hit noch. Der Moment der Wahrheit. Ich habe nichts bekommen, aber da fällt wieder was runter. Vielleicht ist das ja was. Ich bin mir nicht sicher. Wo ist denn das Ding? Ich habe so Angst, ne? Ich habe so Angst. Da fliegt das runter. Was ist das? Wir gucken mal. Das hier ist einfach nur eine schöne Unterhose. Sehr nice. Könntest du mal bitte meinen Loot in Ruhe lassen? Ey, mach die Federn! Oh mein Gott, wenn man die einfach killt und isst. Das war ja super easy. Was zum Teufel? Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, das war viel einfacher als erwartet. Sehr nice. Ab nach Hause. Für den Saber-Sattel brauchen wir jetzt Blood-Infused Breath Ingots. Also da fängt schon wieder an, dass mir irgendwas fehlt. Warum denn? Warum kann ich nicht einfach mal alles haben? Das sind die Dinger hier. Dafür brauche ich Copper. Achso, das kann ich mir eigentlich leisten, oder? Ne, mir fehlt Zink anscheinend. Hä? Echt jetzt? Hab ich nicht mal Zink eingesammelt irgendwo? Ah ne, das muss ich hier craften. Mit Obsidian und Spark Powder. Ihr wollt mich flachsen. Ich farm Obsidian. Ich farm Metall. Und ich farm auch ganz viele komische andere Dinge, die ich gar nicht farmen will. Aber wir nehmen jetzt alles mit nach Hause. Ich dachte, ich gehe noch mal kurz hier auf die Insel. Nimm einfach alles noch mal mit, dass wir uns hoffentlich auch mal wieder eine volle Rüstung leisten können. Weil ich bin sehr arm. Und das wollen wir jetzt ändern. Okay, unsere Ingots sind jeden Moment fertig. Dann haben wir einen Saber-Sattel. Und dann können wir den mal austesten. Okay, ich bin ehrlich. Das sieht so falsch aus. Also das sieht so falsch aus. Was sehe ich hier zum Teufel? Ich hoffe, ich kann überhaupt drüber gehen, um die mal ein bisschen zu testen, ohne in Gefahr zu sein, weil da ist alles gefährlich da drüben. Hier ist, glaube ich, auch eine Karkidos. Vielleicht müssen wir da auch so ein bisschen drum rumschwimmen. Was greife ich an? Was ist das? Eine andere Sorte von Megalodon? Pacific? Was ist Pacific? Habe ich noch nie gesehen. Komm mit. Was bist du? Was bist du? Was seid ihr alle? Und die Zebra mit Pacific Sushi?
Was zum Teufel? Ich will mir die angucken. Ah, du machst nicht so krass viel Damage tatsächlich. Hatte ein bisschen mehr erwartet, mein junger Padawan. Geht irgendwie alles hoch neben mir auf einmal? Ich bin noch nicht mal ganz an Land. Was bist du schon wieder? Warum denn? Ach, Manometer. Hä, was ist denn da? Ich sehe es nicht mal. Bestimmt eine Biene oder so wieder. Okay, wir sind zumindest an Land irgendwie angekommen. Geht so erfolgreich. Ich weiß nicht, ob es so Heal-Potions gibt. Weil wenn ja, würde ich mich fast gegen den Boss trauen zu kämpfen. Und einfach mal gucken, was da so abgeht. Irgendwie habe ich Bock auf die Golem. Golem, komm mal her, bitte. Golem, bist du sauer auf dem Saber? Ja, bist du. Sehr gut. Du machst mir nicht so viel. Oh, du machst mir Damage. Oh, du machst mir Damage. Seit wann? Ey, lass drüber reden. Ich mach die schneller fertig, glaube ich. Okay, der Stein hat gut reingehauen. Auf einmal kommen seine ganzen kleinen Buddies. Ich hoffe, die machen nicht so viel Damage. Oh, okay. Nee, machen sie nicht. Zum Glück. Aber ich werde in den Karkidos reingeboxt. Nee, unschön. Unschön. Unschöne Situation. Rück zurück, 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 zurück. Ey, nix darf man. Ohne Witz. In dieser Mod darf man nix. Sag ich euch so, wie es ist. Man darf nicht mal auf dem Riesen selber rumreiten. Was darf man heutzutage noch, hä? Ich kriege auch schon wieder Steine an Kopf hier überall. Hier, da. Fress das bitte. Lass mich in Ruhe. Gib mir euer Metall und sowas. Ey, das war echt viel, oder? Ich glaube, die muss ich umkloppen. Das lohnt sich ja richtig. Die hauen mich immer so weit weg. Okay, das hat sich übel gelohnt. Ich bin aber ganz ehrlich zu euch, ich glaube, ein Boss ist es nicht unbedingt. Ich glaube nicht mit dem Saber. Vielleicht brauchen wir dafür so ein Apex Rex oder sowas. Celestial Biene, 1,9 Millionen Leben. Ja, hör mal auf, ich drehe so wieder um, ab nach Hause. Ich bin hier gerade wieder der Vorbereiter Nummer 1. Nämlich machen wir hier gerade Medical Brew. Und mit denen können wir dann hier... Ich glaube, hier Alpha Heal Potions machen. Zumindest habe ich das gerade gesehen. Hier Alpha Heal Potions brauchst du nur Kristall, Mechobären und ein bisschen Alpha Blut. Also super Sonderangebot, außer Medical Brew. Die musste ich gerade erst herstellen. Und dann mache ich mir die. Die hier anscheinend auch ein bisschen 5% für 10 Sekunden lang. Ist okay. 20 Sekunden Cooldown. Ich werde damit versuchen, gegen den Boss zu kämpfen mit dem Saber. Wenn schief geht, geht schief. Dann holen wir uns danach nächste Folge oder so ein Apex Rex oder so. Ich denke, es sollte vielleicht möglich sein. 4-1 Boss, alles pullen geht wahrscheinlich nicht, aber Federn habe ich im Inventar. So, jetzt kann ich alles pullen starten und ganz schnell zu meinem Saber rennen und hoffen, dass alles gut wird. Oh mein Gott, ich habe Angst abzusteigen. Ist das gut? Nicht, dass der jetzt gleich spawnt auf einmal. Oh, das Ding ist da einfach drin. Oh, wow. Das war irgendwie unerwartet. Okay, aber dann kann ich ja jetzt einfach da drauf drücken und dann ist er hier, oder? Ja, der spawnt direkt in mir. Ich würde gerne ein bisschen weiter nach hinten. Ich habe halt kein besseres... Oh, wer ist er? 1,1 Millionen Leben? Er kriegt ja nicht tot. Außer er kriegt halt irgendwie mehr Damage oder so. Und der haut halt wild um sich. Okay, der macht... Okay, ja, okay. Nee, 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 nee. Okay, ja, gut. Der hat einfach mich fast geone-shottet. Und ich habe ihm gar kein Damage gemacht. Wie soll das gehen? Was brauche ich da denn für? Guck ich dir an. Was sehe ich denn da? Kann ich den vielleicht so ein bisschen... Er ist gerade ein bisschen... Oh mein Gott, er schreit einfach. Okay. Okay, ich kann ihn gerade einfach hitten und er macht nichts. Er ist gerade ein bisschen am Schlafen. Okay. Er ist halt extrem laut, aber auch extrem buggy. Okay, jetzt kommt der Schlag. Aua, Half-Life-Schlag. Der gute alte Half-Life-Schlag einfach. Der hat wieder gut reingekickt. Ich glaube, ich muss mal kurz aufpassen. Hey, mit Petri wäre wahrscheinlich easy, oder? Oh mein Gott, er ist halt so laut. Und ich glaube, er könnte mich wahrscheinlich fast one-shotten auf dem Petri. Oh mein Gott, landet der mich? Oh mein Gott, ja, Petri ist dead, Petri ist dead, ich komme nicht weg. Oh mein Gott, ich kam nicht weg, ich konnte nichts tun. Ich konnte nichts tun. Mein Apex Petri ist down. What? Oh, ich konnte gar nichts tun. Hä, hey, Petri wäre wahrscheinlich easy, oder? Wo ist man selber? Da. Vielleicht geht der auch noch drauf. Okay, er macht wieder kurz... Doch, er macht was. Ah, ich hab... Wo sind meine Potions? Nein! Wo sind meine Potions? Wo sind meine Potions? Wo hab ich den eingepackt? Ist das hier die Tasche? Das ist die heilige Tasche, glaube ich. Nee, das war mein Petri. Okay, ich habe nichts gesagt. Hier? Hier ist die Tasche. Ich brauche die Tasche. Aber ganz dringend. Ey, 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 okay, okay, okay. Wir müssen weiter. Selber, 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 selber. Ah! Okay, Potion ist wieder ab. Wir können wieder was wagen. Okay. Ich sollte die jetzt sofort nehmen, glaube ich. Ja, gut, dass ich sie genommen habe. Sehr gut, dass ich sie genommen habe. Ah. Wann macht er seinen komischen Schrei da oder so, dass ich hier die ganze Zeit draufkloppen kann einfach. Er dreht sich gerade. Er wird zum Beyblade. Ich komme auch nicht raus. Ich bin komplett stuck. Ich versuche zu springen und alles. Okay, jetzt kann ich gerade kurz springen. Ah, Junge, Junge, Junge. Mein Heal hört gleich auf. Okay, mein Heal hört auf. Ich muss raus. Ich muss raus. Ich muss raus. Ich mache das so weiter. Ich warte auf meine Heals, aber das ist schon echt wild.
Oh, jetzt hätte ich wahrscheinlich draufhauen können, ne? Oder? Wenn er mich einmal haut, bin ich weg, glaube ich. Ja, aber der trollt erstmal kurz. Dann, nachdem der diesen Schrei gemacht hat, ist er kurz am Schlafen. Im Prinzip, wenn man es genau richtig machen will, ist, glaube ich, einfach warten, bis er schießt, weil das macht er immer mal wieder. Und dann könnt ihr den halt einfach hitten die ganze Zeit. Also dann ist halt echt gar kein Ding. Hier Potion ist drin, oder? Ja, ist sie. Oh mein Gott, der macht gut Schaden gerade wieder, warum auch immer. Kannst du deinen komischen Schuss mal machen? Das wäre super sympathisch, okay. Oh Gott, irgendwie macht er mir gerade echt viel Damage. Ich muss raus. Ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus. Das war knapp. Ich glaube, wir können vielleicht durchziehen. Ich glaube echt, oder? Müssten wir nicht können? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Ne, wir machen nicht mehr so viel Damage. Ich bin stuck. Ich bin stuck. Ne. Nein. Nein, 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 nein. Nicht jetzt, so sterben wir jetzt. Nein, 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 das machen wir nicht. Okay, hier ist drin. So. Mein Trollfreund. Letzte Runde. Oder? Oder? Oh mein Gott. Ich mochte ihn gar nicht, aber ich habe alle Kibbel gelernt. Wir haben es geschafft. Und das, liebe Leute, war dann auch genug Aufregung für die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Und tschüssi!